In der Nürnberger Altstadt hat es am Sonntagmorgen in der historischen Bratwurstküche Golden Stern gebrannt. Gegen 6.30 Uhr bemerkten die Nachbarn in der Zirkel-Schmieds-Gasse die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen des Löschzugs soll es bereits stark gebrannt haben. Mit Atemschutzgeräten drangen die Einsatzkräfte in das Gebäude ein und brachten das Feuer unter Kontrolle. Das Feuer am Dach war sehr schnell aus. Wir vermuten, dass es nicht am Dach gebrannt hat. Das heißt, wir wissen es mittlerweile, dass es nicht am Dach gebrannt hat, sondern dass die Flammen über die Dunstabzugshaube rausgeschlagen haben. Die Nachbarhäuser blieben bei dem Brand unbeschädigt. Der Schaden des historischen Lokals soll laut Polizei im oberen sechsstelligen Bereich liegen. Nachdem der Vollbrand lokalisiert wurde und die Lüftungsgeräte im Einsatz waren, dass wir also offene Sicht zum Feuer hatten, war dann das Feuer sehr schnell gelöscht. Die Erkundung bzw. die Personensuche lief negativ aus, das heißt, es hielt sich keine Person im Gebäude auf. Eine mögliche Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Brandexperten laufen.